Liebe Zuschauer, es geht weiter bei uns im Programm und das mit einem wundervollen Thema, wie ich finde. Denn vielleicht erinnern Sie sich an den Sommer 2015, der richtig, richtig heiß war. Ich war einer der glücklichen Personen, die keinen Ventilator und keinen Luftkühler mehr abbekommen hat, weil ich leider zu spät dran war. Da lacht der Carsten neben mir. Das ist ja freundlich von meinem Kollegen, oder? Entschuldigung, aber ich kenne das. Kennst du das? Bei der Frau Giese wohne ich da unterm Dach, ja, das ist eine Ferienwohnung. Ich komme ja eigentlich aus Köln, aber hier vorne zwei Orte weiter eine kleine Ferienwohnung gemietet, direkt unterm Dach. Das Haus ist, glaube ich, irgendwann 1910 oder sowas gebaut worden. Dementsprechend also die Isolierung. Wenn da also den ganzen Tag die Sonne draufsteht, ja, da hast du bei 28 Grad über den Tag verteilt schon ordentlich stehende Luft drin. Ne? Aber bei zum Teil 38, zum Teil 40 Grad hier in dieser Region, das kannte ich sonst aus dem Ägyptenurlaub, ja? Richtig. Dann stehst du da oben im eigenen Saft. Und da ich damals auch verzweifelt versucht habe, irgendeine Abkühlung zu bekommen, erfolglos versucht habe, muss ich gerade ein bisschen grinsen. Das war keine Schadenfreude, okay, das war ein wissentliches und beipflichtendes. Okay? Akzeptiert. Ich wollte nämlich gerade zeigen, was meine Lieblingsposition ist, allerdings nur, wenn ein Luftkühler nebendran steht. Ja, dann kann man mal die Beine hochlegen und schön auch im Sommer entspannen. Ansonsten, wenn man einen Luftkühler nicht hat und gerade so einen mobilen, ja, wie wir hier haben, der super zuverlässig mal ein bisschen die Luft Ihnen ins Gesicht bläst, ja, sei es beim Arbeiten am Computer zum Beispiel, da möchte man doch, also gerade beim Arbeiten, ne, diese Temperaturen sind auszuhalten, wenn man im Freibad ist, wenn man frei hat. Wenn man vielleicht Eis in der Hand, richtig, und eine Badehose an, ist mir, richtig, dann auch ziemlich egal. Ja? Aber sitze ich im Büro, habe im schlimmsten Fall noch eine Krawatte um oder einen Anzug an oder sonst irgendwas für Geschichten, aber dann stehst du ja im eigenen, ja, Saft. Das ist doch ekelhaft, da fühlt man sich doch gar nicht mehr wohl. Das Schöne ist, dass wir uns hier mit unseren Luftkühlersystemen ein Prinzip der Natur zu eigen machen. Und das haben mittlerweile auch schon vor vielen Jahren schon große Hotels für sich entdeckt, so 4- und 5-Sterne-Hotels. Wirklich? Mittlerweile. Die machen also auch keine klassischen Klimaanlagen mehr rein. Aha. Achten Sie mal ein Stück weit drauf. Die nehmen auch diese Verdunstungsluftkühler. Denn es geht nicht darum, dass man jetzt, ich sag mal, stramme Außentemperaturen oder stramme Raumtemperaturen jetzt mit eiskalter Luft bekämpfen sollte. Sollte man auch nicht, weil dann wird man schnell krank. Du, ne? Wenn du dich in diesen eiskalten Luftzug reinpackst, sag mal 28 Grad Raumtemperatur und dann machst du eine Klimaanlage hoch, mal abgesehen davon, dass die 2000 Watt braucht, ja, und dann kommt Ihnen da so 16, 17 Grad kalte Luft entgegen. Das ist ein Temperaturunterschied von teilweise 15 Grad. Und wenn Sie sich in diese kalte Luft reinsetzen, ja, und dann noch angeschwitzt sind, Sie kennen das Ganze, dann wundert man sich natürlich dann nicht mehr wirklich, wenn man irgendwann eine Erkältung hat, wenn man das Niesen anfängt oder ganz einfach, ich kann mich nicht mehr bewegen, dann wird eine Klimaanlage setzen. Dann lieber die Verdunstungsluftkühler, denn die funktionieren ganz einfach mit Wasser. Hier wird Wasser verdunstet sozusagen. Hat zwei Effekte. Zum einen haben Sie einen deutlichen Kühleffekt, ungefähr 4, 5 Grad unter der eigentlichen Raumtemperatur. Perfekt, um sich wieder wohl zu fühlen. Und zum anderen haben wir natürlich auch noch eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, denn die leidet ebenfalls dann häufig dann schon mal im Sommer drunter und dann sinkt die Luftfeuchtigkeit im Raum und dann kriegst du auch wieder einen dicken Kopf. Und das, was Jana jetzt macht, würde ich ihm bei keiner Klimaanlage dieser Welt empfehlen. Hier bei dem Verdunstungsluftkühler kann man das ohne weiteres machen. Guck mal hier, direkt in den Luftzug rein. Ah, gut, und da, ne, hast du recht. Tut richtig gut. Bei Klimaanlagen sollte man, ja, das auf keinen Fall machen. Da kriegt man nämlich dann ganz schnell eine Erkältung, ja, wenn es draußen pulle heiß ist, 40 Grad und dann, wie Carsten gesagt hat, drinnen irgendwie 18 Grad. Das ist zu krass und das ist nicht gut für Ihren Körper. Werden Sie wahrscheinlich ziemlich schnell eine Erkältung bekommen. Verdunstungsluftkühler regeln aber die Temperatur ganz, ganz leicht und eben in kleinen Schritten. Und da können Sie mal direkt so davor sitzen und das ist so angenehm. Jetzt hast du ja noch die beiden Ventilatoren. Ich weiß gar nicht, ist die Klimaanlage dazugeschaltet? Noch nicht mal. Nee. Jetzt haben wir eigentlich nur den Ventilator eingeschaltet. Ventilator momentan. Das sind schon mal 2-3 Grad Temperaturunterschied. Super. Das reicht häufig schon aus, damit du dich wieder wohlfühlst, damit die Schwitzerei aufhört. Ja. Du bist da wieder konzentrierter. Wenn du aber dann vielleicht noch mal 2-3 Grad extra brauchst, dann drückst du ganz einfach hier noch auf den Klimaknopf. Den Cooler, ne? Ja, ganz genau. Zack. Und jetzt merkst du, jetzt fängt es auch ein bisschen an zu gluckern und jetzt geht das schon los. Sofort, hier. Aber, ja, aber mehr als 4-5 Grad Temperaturunterschied ist das nicht. Und das Prinzip, was ich von der Natur eben angesprochen habe, ist denkbar einfach. Ich glaube, jeder Mensch hat schon mal geschwitzt. Ja? Vom Definitiv. Sport, von mir ist vom Treppenlaufen, vom Einkäufe schleppen, wie auch immer. Vom Saunieren. Vom Saunieren natürlich, klar. Ja? Und wenn Ihnen zu heiß wird, wenn der Körper überhitzt, muss er gekühlt werden. Und das macht der Körper vollkommen automatisch, indem der Körper anfängt zu schwitzen. Das heißt, Sie haben so einen leichten Feuchtigkeitsfilm auf der Haut. Absolut. Und wenn Sie da mal
nur mal kurz so machen oder ein leichter Luftzug kommt und Sie haben immer Luftbewegung irgendwo drin, dann merken Sie automatisch, dass Sie A, eine Gänsehaut bekommen und B, die Körpertemperatur um 3-4 Grad moderat abgesenkt wird. Was glauben Sie, was Ihr Körper sagen würde, wenn Sie dem auf einmal gleich boom, 15 Grad in den Keller schicken? Da geht natürlich richtig die Post ab. Also, der Körper macht das auf ganz moderate Art und Weise. 4-5 Grad Temperaturunterschied. Mehr ist das gar nicht. Und mehr muss das auch gar nicht sein, damit wir uns einfach wieder wohlfühlen. Und genau das erreichen wir mit diesem kleinen Luftkühler jetzt hier nach einem ähnlichen Prinzip. Nur, dass du jetzt hier keine Angst mehr haben musst, dass du dich irgendwie in den Luftzug reinsetzt. Egal, ob du es dir auf die Waden pusten lässt oder von mir aus auch direkt auf den Oberkörper, direkt in den Nacken oder ins Gesicht hinein. Das ist eine, wie sagt man so schön, ein bisschen naiv formuliert, gesunde Kühlung. Ja. Und das für 66,41 €. Vor allem ohne Kabel. Ja, du kannst das Ganze natürlich auch mit Netzwerkkabel machen, wenn du möchtest. Akku betrieben. Wir haben hier einen Akku mit drin, der wird im Lieferumfang enthalten sein. Den lädst du einmal voll und hast ungefähr 4-5 Stunden, je nachdem, welche Intensität du einstellst, richtig angenehm kühle Luft. Ein Griff ist oben dran, das heißt, wenn du von mir aus vom Sofa aufstehst, um dich dann ins Schlafzimmer zu rollen, ja, die Kreuzfahrt machst von mir aus, ja, dann nimmst du den Luftkühler ganz einfach mit und stellst dir den ruhig mal ein paar Minuten dann auch mal ins Schlafzimmer mit hinein, dann ist die Temperatur auch da wieder angenehm und dann schläfst du auch bei tropischen Nächten, dann so ab 24, 25 Grad, da liegt man ja auch auf dem Bett und weiß gar nicht mehr, wie man sich noch drehen soll, was man sonst noch von sich strampeln soll, damit man einigermaßen in den Schlaf findet, da ist das absolut fantastisch. Das finde ich auch, liebe Zuschauer, und dadurch, dass er eben mobil ist, können Sie ihn auch mal zum Camping mitnehmen oder in den Schrebergarten mitnehmen und einfach dort hinstellen, direkt da, wo Sie sind. Jetzt ist er aus. Ich hab ihn kaputt gemacht. Hast du? Nee, hab ich nicht. Pass auf. Achtung. Moment, ja, jetzt läuft er wieder. Achtung, jetzt mal. Ah. Das Geheimnis ist hier unten. Das kennen unsere Zuschauer bestimmt hier von den Heizlüftern aus dem Winter. Klar. Das ist ein Sicherheitsaspekt natürlich, damit wenn der mal umfällt, wenn der mal der Hund dagegen läuft oder was, wenn Sie mal mit dem Knie dagegen stoßen, dass dann nichts kaputt geht, kein Kurzschluss entsteht und gar nichts, der geht automatisch dann aus. Also auf einer glatten Fläche spitze. Presse ist auch voll des Lobes, definitiv. Temperaturgeplagte Zeitgenossen finden mit dem Sichler LW350, ist genau dieser hier, eine willkommene Abkühlung. 4 von 6 Punkten. Ich hätte also mindestens 5 von 6 gegeben, wenn nicht sogar 6 von 6. Und das Ganze in der Heimwerkerpraxis erschienen. Und die Jungs, die kennen sich aus damit. Ich meine, da haben wir im letzten Jahr viele verschiedenste Vergleiche gezeigt. Und unsere Sichlerprodukte haben alle hervorragend abgeschnitten. Oh ja. Und damit Ihnen das in diesem Jahr nicht wieder passiert, ja, dass Petrus uns hier auf einmal damit 38 Grad verwöhnt. Nächstes Wochenende bis zu 20 Grad sollen das werden. Ja, dann laufen Sie wieder von Pontius nach Pilatus und suchen Klimaanlagen, Luftkühler, Ventilatoren, zur Not einen Eiswürfel und nichts ist zu kriegen. Ja, 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 ist das so. Ja. Ja. Dann doch lieber rechtzeitig zugreifen. Im Moment kriegen Sie noch den TV-Sonderpreis. Macht richtig. Also Sinn. Ja? Absolut. Ich war eben, wie gesagt, letztes Jahr einer derjenigen, die nichts mehr abbekommen hat. Ein bisschen selber schuld. Ich habe wirklich immer gedacht, ach, das wird schon nicht so schlimm. Und dann wurde es immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Und so ist das leider häufig, dass man denkt, soll ich nicht? Und in dem Moment kann es dann schon zu spät sein und alles ausverkauft sein. Mhm. Deshalb bin ich dieses Jahr definitiv schneller und habe jetzt schon zugegriffen. Es könnte sein, dass es morgen losgeht. Wer weiß, wie die Temperaturen steigen, dann doch lieber sicher sein und sofort bestellen und eben, wie du gesagt hast, noch zu fantastischen TV-Sonderpreisen. Ja. Und guck hier haben wir eben auch wieder einen ganz tollen Luftkühler mit Wasserkühlung. Der ist schon ganz schön groß, ne? Der ist, also das ist schon ein richtig ordentliches Kaliber. Ist natürlich auch für entsprechende Raumgrößen dann geeignet. Wobei ich immer nur so Pi mal Daumen, ehrlich gesagt, diesen Werten der Hersteller glaube, zumindest wenn es um die Raumgröße geht. Mhm. Sag mal, wenn du jetzt hier ein Gerät hast für ungefähr maximal 30 Quadratmeter Raumgröße nach Herstellerangaben, du hast jetzt aber einen Raum, der ist jetzt 40 Quadratmeter groß. Den kriegst du auch damit um 3-4 Grad, wurde gerade runtergekühlt. Ja. Dauert dann von mir aus 2-3 Minuten länger. Ja. Ja? Aber die Zeit, die investiere ich ehrlich gesagt sehr gerne, wenn ich dafür ein qualitativ gutes Gerät bekomme und vor allen Dingen einen verschwindend geringen Preis dafür bezahlen muss im Vergleich zu den meisten anderen. Denn wenn Sie 3, 4 oder 1, 2 Tage nur zu spät sind, mitunter auch 3, 4 Stunden zu spät sind, an so einem heißen Sommertag, irgendwann im Juni oder im Juli, ja, dann sind natürlich diese Geräte für unter 100 Euro meistens vergriffen. Ganz ja, klar, machen wir uns natürlich nichts vor, die nächste Lieferung ist bestellt, ja, kommen Sie immer zwischendurch mal wieder rein, klar, ich fahre gerne 10 Kilometer, um mal eben kurz zu fragen, ob ein Luftkühler wieder da ist. Ja, nicht unbedingt. Ist doch so, ja, dann schaue ich doch lieber bei Pöllmer kurz vorbei, kriege den TV-Sonderpreis richtig und weiß ganz genau, wenn es losgeht, habe ich mein Schätzchen jetzt hier. Und das sieht ja noch so klasse aus, den finde ich ja noch richtig dekorativ. Bei uns ist alles lieferbar, liebe Zuschauer, das heißt, wenn Sie jetzt anrufen und bestellen, dann haben Sie in 2-3 Tagen schon den Luftkühler bei sich. Und lieber zu früher als zu spät. Das haben wir letztes Jahr gelernt. Deswegen lieber jetzt zugreifen. 66,41 € anstatt 130 Euro knapp. Das ist doch ein Wahnsinnsschnäppchen. Ja. Da
Da kann man sogar reinschauen jetzt hier. Warte, kann ich mal den Cooler mit dazu. Wir haben bis jetzt noch den Ventilator. Oh, ist so Lukas. Wahnsinn. Guck mal, zack, 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 da geht das los. Da läuft das Wasser. Da geht das los. Ich habe jetzt die Klappe runter gemacht. Nicht, dass Sie denken, um Gottes Willen, da stehen mir die halben Schränke unter Wasser. Nein, die Klappe ist runter. Deswegen, ich wollte es Ihnen noch mal von innen zeigen. Wir das sehen unten ja den Tank. Der ist doch schön groß. Ich habe 20 Liter im Kopf. Lass mich eben noch mal gucken. 13,02. 6 Liter. 6 Liter. Okay, sechs knapp Liter daneben. Tank. 6 Liter waren es, genau. 3 Kühlstufen. Swing, genau. Diese tolle Swing-Funktion, ja, finde ich auch ganz, ganz toll. Weil natürlich, wenn man so einen kleinen mobilen hat, den man dann genau vor sich stehen haben möchte, um ein bisschen Luft ins Gesicht geblasen zu bekommen, super. Auch, ja, auch unser Erster hat eine Swing-Funktion. Aber hier so ein großer, den man dann ins Wohnzimmer stellt oder ins Schlafzimmer, zack, der soll natürlich die kühle Luft verteilen, ja, im Raum. Ja. Und nicht und wie ein Ventilator. Richtig. Du kennst das alles, wenn da der Hausstaub drauf liegt, der steht dann so 2-3 Tage, dann schmeißt du den das erste Mal an und durch diese, so diese Gitterummantlung kommst du natürlich auch mit keinem Lappen dann auf diese Rotorblätter drauf. Das heißt, du schmeißt den Ventilator an. Das Erste, was passiert, ist, der ballert dir erstmal so schön 2 Kilo Staub und Milben und sonst irgendwas genau ins Gesicht. Und dann wundert man sich, dass man erstmal einen Niesanfall, ja, bekommt. Ja, ja, aber genau, ist doch so. Ja. Das ist natürlich jetzt hier ganz anders. Und auch hier, ich weiß, wie albern das klingt, das ist eine naive Bezeichnung, wahrlich nicht politisch korrekt. Ich bezeichne es trotzdem so. Es ist eine gesunde Kühlung. Ja. Mhm. Denn wenn du dir jetzt mal überlegst, viele kennen das auch aus dem Auto, da sitzt du dann mitunter so ein Auto, heizt sich auf 50 Grad und mehr auf. Das ist ja schon fast das Lenkrad, ja, nicht mehr, ja, anfassen, ja, kannst. Schwarze Ledersitze. Ja. Bis man da einigermaßen sitzt. Ja. Und dann dreht, stimmt, man natürlich die Klimaanlage rauf. Wams, auf 16 Grad runter. Ja. Im Innenraum hast du es dann, weiß ich nicht, 40, 45 Grad. Und dann pustet dir so 16, 17 Grad kalte Luft entgegen. Ja, also wer, dann noch, wer sich dann noch wundert, dass er erkältet wird, richtig, oder von mir aus dann einen steifen Nacken bekommt, also der hat, glaube ich, irgendwas falsch verstanden. Ja. Hier sind es wieder mal die berühmten 4, 5 Grad Temperaturunterschied. Das klingt unglaublich wenig. Ja, das aber macht es ist, einen Riesenunterschied. Es ist ein gewaltiger, na, Unterschied. Klar. Ich sag mal, 28 Grad oder 24 Grad ist ein gewaltiger Unterschied. Absolut. Bei 28 Grad liegst du wie ein Käfer auf dem Rücken und, ja, kannst dich nicht mehr bewegen. Bei 24 Grad, das ist klasse. Super, und jetzt, angenehm. Wo machen wir jetzt? Ja, ja. Super, absolut perfekt. Und du schläfst wenigstens mal wieder vernünftig ein, ja, und du schläfst durch. Oh. Und wir haben hier ja auch wieder, Carsten, 3 verschiedene Stufen plus diese Cool-Funktion. Das heißt, ja, wir haben 3 Stufen Ventilator mit dieser tollen Swing-Funktion und wir haben, ja, diesen Kühler. Ja. Das heißt, wir haben 4, eigentlich praktisch 4 Stufen, ja, um das Ganze zu kühlen. Hm. Und mir wurde auch noch der Tipp gegeben, umso kälter das Wasser ist, das unten drin ist, umso kälter die Kühlung. Das ist richtig. Das heißt, wenn Sie noch ein paar Eiswürfel reinmachen möchten, wird es noch kühler. Ja. Super Sache. Ist eine super Idee. Passt auch locker rein. Man kann den Tank natürlich rausnehmen. Ganz einfach übrigens mit Leitungswasser füllen. Fangen Sie nicht den Blödsinn mit destilliertem Wasser oder abgekochtem, nee, Wasser an. Nicht. Ganz ordinäres Leitungswasser rein. Und dann haben Sie Ruhe, wenn es losgeht. Übrigens auch gleichzeitig, deswegen hatte ich Ihnen das im hinteren Teil natürlich gezeigt, auch eine Art Filter. Denn hier wird natürlich auch gleichzeitig die Luft eingesaugt und durch das Wasserbett hindurchgeführt. Erhöht die Luftfeuchtigkeit und nimmt Ihnen natürlich auch hier aufgrund dieser Filterfunktion den Staub und die kleinen Fasern aus der Luft heraus. Und gerade dann, wenn es jetzt wieder in diese typische Heuschnupfenzeit reingeht. Und ich glaube, die Birken, die stehen schon in den Startlöchern und haben alle schon meine Adresse auf einem Zettel notiert jetzt hier. Da kriegt man richtig Freude mit. Toller Artikel für 66 Euro, ein paar gequetschte, auf jeden Fall empfehlenswert. NX1302 und die 569, liebe Zuschauer, so, für nur 66,41 unser Gerät, was gerade da war. Aber jetzt kommt der absolute Bestseller von 2015. So haben mir es auf jeden Fall Kati, Carsten und Ralf erzählt. Ja. Ihr habt gesagt, dieses Gerät war sofort weg. Also ich glaube, wir haben alleine im letzten Frühsommer, also alles so bis zur Jahreshälfte, so bis Ende Juni, sagen wir ruhig bis Mitte Juli, hat mir den, glaube ich, 2-mal ausverkauft. Wow. Ich glaube, der Sommer, das war, ging auch noch spät in den Altweibersommer rein, bis Ende Oktober hatten wir, glaube ich, 4 komplette Ausverkäufe. Wow. Und wir haben nachgefragt. Ich habe mit dem Einkäufer gesprochen, der sagte immer, ich traue mich schon gar nicht mehr beim Hersteller anzurufen. Wenn ich da anrufe und sage, wir brauchen noch mal 500 Stück oder was, die fragen mich nach dem Verstand. Die gehen schon gar nicht mehr an den Telefonhörer, ja, ran. Ich sage, was macht ihr denn bitte damit? Schmeißt ihr die Böschung runter oder was? Nein, wir verkaufen die Teile. Und gerade bei solchen horrenden Temperaturen, gerade aufgrund auch der Tatsache, dass wir eben dann doch Leute haben, die also oder Kunden haben, die sich schon mal mit dem Thema Klimaanlage beschäftigt haben und wissen, dass sowas auch mitunter mit sehr viel Aufwand und horrenden Kosten verbunden ist, die greifen natürlich dann zu, ja, wenn sie so ein Angebot, klar, sehen jetzt hier. Und da ist auch sowas jetzt hier, 180,41 €, liefern wir sogar noch Porto und Versandkosten frei. Du musst dir noch nicht mal überlegen, direkt ob du den Kofferraum reinbekommst. Ja. Den liefern wir direkt vor die Haustür. Du steckst noch einen Stecker rein, füllst ein bisschen Wasser rein, kannst du ganz komfortabel hier an der Seite machen. Da
ist diese praktische Öffnung mit dran. Ah. Drückst auf den Knopf und dann, gibt das Kerlchen Gas. Aha. Wobei das nicht nur ein Luftkühler ist. Wir sehen das hier im oberen Teil. Entweder direkt auf den Bedienelementen oder praktisch mit der Fernbedienung. Natürlich direkt vom Sofa oder vom Bett aus. Ja, Fernbedienung. Alles mit dabei, was man haben möchte. Wir haben hier drei verschiedene Stufen. Mal Speed, zwei, drei. Das wäre jetzt Vollgas. Das ist jetzt nur der Ventilator. Das ist nur der Ventilator. Pass auf, jetzt schalte ich mal die Kuhle dazu. Sofort. Sofort viel, viel kühler geworden. Ja. Wow. Jetzt pass auf, jetzt kannst du das Ganze auch noch timen. Wenn du jetzt sagst von mir aus, ich möchte jetzt ins Bett gehen und ich möchte diese angenehme Luft ganz einfach genießen. Und nochmal bitte, diese Verdunstungsluftkühler haben den Vorteil, dass du dir diese angenehm kühle Luft direkt auf den Körper pusten kannst, ohne dass du nennenswerte Konsequenzen befürchten musst. Es ist großartig. Das dann können Sie natürlich jetzt hier sagen. Her damit. Zack. Noch den Timer einstellen. Das heißt, hier können Sie jederzeit auch natürlich mit der Fernbedienung einstellbar von mir aus noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde, sagen wir eine Stunde von mir aus, wenn Sie schon zu Bett gegangen sind, die Maschine weiterlaufen lassen. Die geht dann über die Timerfunktion automatisch aus. Aber das ist gigantisch, kennst du das oder? Von 2015? Wenn man etwas hatte, dann lag man da wirklich so davor und hat gesagt, bitte, bitte, gib mir ein bisschen kühle Luft. Ab. Hier Wahnsinn. Absolut wahnsinnig, drei Ventilatorenstufen, dann die Oszillation, wieder dieses Bewegen im Raum, den Kühler und Carsten, du hast gesagt, es kommt noch mehr. Ja, ist ein Ionisator mit drin. Ein Luftreiniger? Ist ein Luftreiniger mit drin. Wir hatten das auch bei dem zweiten Modell, der filtert auch schon diese ganzen kleinen Partikel aufgrund seiner Technik aus dieser Raumluft raus, zugegebenermaßen nicht ganz so zuverlässig wie ein klassischer Luftreiniger, ja, aber doch schon, ich sag mal, doch 80% der Partikel in der Luft. Hier haben wir es ganz einfach so, dass der nicht nur die Luft reinigt, das heißt, er zieht sie im hinteren Teil ein, führt sie durch dieses Wasserbett durch und gibt sie nach vorne wieder gekühlt ab. Hier ist die Luft gleichzeitig auch noch gereinigt und gleichzeitig kommt noch ein anderer Effekt mit dazu. Da kannst du natürlich auch gleichzeitig auch noch unangenehme Gerüche mit bekämpfen. Wow. Das heißt, wir haben hier die eierlegende Wollmilchsau. Und das heißt, wir haben hier ein Gerät für das ganze Jahr. Ja, absolut. Man braucht einen Luftreiniger, liebe Zuschauer. Wir haben das schon öfters erzählt, erklärt. Und ich bin mir sicher, Sie haben bestimmt auch schon einen kleinen Luftreiniger. Aber hier haben Sie jetzt das Ganzjahresgerät. In den heißen Sommertagen haben Sie eine Luftkühlung, einen Ventilator, eine Oszillation, der die ganze Luft dann verteilt im Raum. Aber in dem Rest vom Jahr, wo es vielleicht kühl sogar ist, brauchen Sie einen Luftreiniger, weil Sie wissen, was alles in der Luft rumschwirrt. Das heißt, dieses Gerät, und das für nur 180,41 €, ist ein Ganzjahresgerät auf Rollen. Das heißt, wir können das auch immer mitnehmen, in welchen Raum wir es haben möchten. Wenn man gekocht hat, lasst man es mal eine Stunde in der Küche stehen. Sonst tagsüber im Wohnzimmer, vielleicht im Schlafzimmer. Und dann haben Sie frische Luft und im Sommer sogar noch gekühlte Luft. Ja. Oh, da ist sogar eine Griffe dran. Ganz tolle Sache. Das heißt, du kannst dann auch noch fahren. Da ist sogar noch eine Bremse vor, unten an den Rollen dran. Ja. Hat man ja häufiger schon mal, wegen von Fliesen oder von Parkettboden, richtig, dann auf den Teppichboden im Schlafzimmer. Mit vielleicht noch so einer kleinen Geschichte noch dran, so ein kleiner Tritt noch mit dran oder was. Da wird es dann schon schwierig. Also mit 20 Liter Wassertank, weiß ich nicht, ob ich Ihnen jetzt zumuten würde, den hochzuheben. Deswegen haben Sie diese Griffe hier an der Seite mit dran. Griffe, die Leichtlaufrollen, super. Super. Und wenn du nicht mehr brauchst von mir, dann stellst du sie mal ganz einfach in die Ecke und damit dir nicht irgendwo das Kabel rumfliegt, dann haben wir auch die Kabelaufwicklung auch noch mit drin. Toll. Das ist fantastisch, dieses Kerlchen jetzt hier. Und ich behaupte mal, jeder, der im letzten Jahr gesagt hat, Klimaanlagen, alles gut und schön, haben ihre Daseinsberechtigung. Ja, aber ich probiere mal einen Wasserkühler. Reden Sie mal mit Ihren Bekannten und mit Ihren Freunden. Hören Sie sich mal ein bisschen um, lesen Sie sich gerne mal ein bisschen was an, auch mal im Internet zum Thema Verdunstungskühlung. Physikalische Verdunstungskühlung nennt man das. Und Sie werden überrascht, was da für positive Resonanz speziell für diese Technik entstanden ist in den letzten Jahren. Ich betone das nochmal, große Hotels machen das ganz gerne, weil man eigentlich nichts anderes braucht als die Maschine an sich und ganz ordinäres Wasser. Ja? Also keine Kühlmittel oder sonst irgendwas. Das ist eine gesunde Kühlung. Und ich weiß, wie albern das klingt, wenn ich das so ausdrücke. Ja. Probieren Sie es aus. Sie wollen wahrscheinlich in Ihrem Leben nie wieder was anderes haben. Sie werden sich ärgern, dass Sie letztes Jahr nicht zugegriffen haben. Und bitte, bevor der wieder ausverkauft ist, bevor es wieder heißt, in drei Wochen, wenn Sie schon denken, oh Gott, ich kann nicht mehr, bestellen Sie bitte heute. Der Preis ist sensationell. Porto und Versand kostenfrei geliefert. Die Leitungen sind frei. Fantastisch. Jetzt sind Sie dran, oder? Genau, jetzt sind Sie dran, liebe Zuschauer. Sie dürfen jetzt bestellen und bitte dieses Jahr früh dran sein. Wir haben die Luftkühler jetzt seit ein paar Tagen im Programm und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, viele, viele Zuschauer haben bestellt. Oh ja. Und das zeigt natürlich, die haben gelernt aus letztem Jahr, machen Sie das genauso. Lieber zu Hause haben, wie nicht bei 40 Grad. Mit der NC 5769 und der 569
9 bekommen Sie dieses Allround-Talent für 180,41 €. Ein ganz Jahresluftreiniger und dann eben in den heißen Tagen ein Luftkühler und ein Ventilator. 20 Liter Wassertank können Sie ganz einfach mit der Gießkanne einfüllen. Und dann können Sie auch bei heißen Temperaturen wieder zu Hause Ihre Freizeit verbringen und genießen. Ja. Eine ganz tolle Sache, oder? Ja. Also da wünschen wir Ihnen einen richtig tollen Sommer. Genießen Sie es.